Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Donnerstag, den 29.08. sind da. Wir müssen fünfmal Fleisch essen, fliegende Vögel mit einem Scharfschützengewehr töten. Einmal, das wäre dann ein Vogel. Also wir müssen einen Vogel abschießen, nicht fliegende Vögel. Gewürztes, exotisches Vogelfleisch kochen, einmal in Showdowns unter den ersten drei oder im Siegteam gewesen, einmal Kastanienschwämme gesammelt, 5 Stück, Spieler in Freeroam-Events durch einen Kopfschuss mit einem Bogen getötet, einmal. Und dann kommt etwas, das können wir dazu kombinieren, Spieler in Freeroam-Events mit einem Bogen getötet, dreimal. Also einmal in den Kopf und dann noch zweimal normal, peng, erledigt. Fliegende Vögel mit dem Scharfschützengewehr abschießen. Also wie gesagt, es ist nur ein Vogel, den wir da abschießen müssen. Und es empfiehlt sich, einen langsamen Gleiter auszusuchen. Zum Beispiel einen Kondor oder einen Geier, der am Himmel schwebt. Da tut man sich leichter. Es ist ein wenig Übungssache. Man kann auch einem Vogel hinterher schießen. Wenn er in eine Richtung fliegt, funktioniert auch gut. Oder man probiert es beim Starten der Vögel, die Dinger zu erwischen. Aber es ist nicht unmöglich. Es gehört nur ein wenig Übung dazu. Und das ist hier bei Tumbleweed gewesen. Die Zeit gibt es auch noch dazu. Und die Karte vom Kondor natürlich. Alles fürs Archiv. Aber Kastanienschwamm, da macht ihr am besten eine Tour von Strawberry zur Hanging Dog Ranch hinter. Das ist jetzt hier schon Hanging Dog Ranch. Und Hanging Dog Ranch kann ich empfehlen auch, weil es gibt dort sehr viele Sachen, die man aufsammeln kann. Schwarzgebrannter Mais, Apfel, verschiedene Munitionssorten. Ach, was weiß ich, was da noch alles ist. Und Pferdeplätzchen und Dosenlachs. Aber das Wichtigste ist der Schmuck im Schrank. Und ganz zu Anfang der Online-Zeiten war ja die Hanging Dog Ranch wochenlang umlagert von hunderten Spielern in den verschiedensten Lobbys. Weil man konnte dort den Schmuck mehrmals einsammeln. Funktioniert heute noch, wenn ihr kurz nach dem Schmuck einsammeln, das Internet von der Konsole trennt, dann könnt ihr wieder neu reingehen und dann wieder den Schmuck einsammeln. Aber damals war das umkämpft wie noch was. Das war jetzt die Karte von dem Kastanienschwamm gewesen. Und 5 Teile Fleisch einwerfen dürfte natürlich auch kein Problem sein. Exotisches Vogelfleisch, da nehmen wir natürlich den Pelikan dazu. Und meine Spielfiguren haben natürlich fast alles immer dabei. Also ich sage immer fast alles, weil wenn etwas ziemlich schnell hintereinander kommt, so wie letzte Woche, war der Rotlachs ziemlich schnell hintereinander und eine Spielfigur bei mir hatte dann keinen Rotlachs, dreimal, nur zweimal. Das passiert halt auch, aber wenn ihr das bei der Hanging Dog Ranch macht, den Kastanienschwamm, nehmt den Schmuck mit, schwarzgebrannter und Premium-Zigaretten und was es alles dort gibt, Gin. Es ist auch ein Bannenversteck, wie natürlich die meisten wissen. Und man kann dort mit der Gatling Gun schießen, die dann auf dem Scheunendachboden zu finden ist. Und als allerletztes hat sie heute früh dann noch einen Showdown gemacht. Ich sag dann mal ciao.